Die Röhre wird zunächst hochkant gestellt, damit die Unterseite der Schneide in das Holz eingreift. Als Rechtshänder führe ich mit der rechten Hand das Eisen und schiebe es mit der linken Hand in die gewünschte Richtung. Während wir die Röhre im Winkel von ca. 45 Grad zum Werkstück zur Seite schieben, legen wir sie immer flacher und achten darauf, dass die Faser am Holz anliegt. Wir arbeiten immer aus dem Holz heraus. Am Ende drehen wir die Schrubbröhre um und arbeiten in die entgegengesetzte Richtung. Beim Schrubben nimmt der geübte Drechsler gerne den kleinen Finger etwas hoch, um so die Späne abzufangen. Nun wird die geschrubbte zylindrische Form geschlichtet. Dazu benutzen wir einen 25 mm Drehmeißel. Die Handauflage wird dabei so eingestellt, dass wir das Holz im oberen Drittel bearbeiten können. Bei dieser Aufnahme ist sehr gut zu erkennen, dass beim Schneiden der Kehle die Faser am Holz anliegt. Mit dem konischen 6 mm Abstechstahl drehen wir nun eine Platte an der Reitstockseite des Rundstabes an. Da der Abstechstahl ein Schabewerkzeug ist, wird die Qualität der Platte nicht ganz sauber und wird später nachgeschliffen. Auf der Spindelstockseite des Rundstabes drehen wir die Platte mit dem 12 mm Drehmeißel nach, wobei nur mit der Bartspitze geschnitten werden darf. Dabei können wir feststellen, dass die Oberfläche der Platte sehr glatt wird. Die folgende Kehle mit kleinerem Radius drehen wir mit der 12 mm Röhre. Beachten Sie, wie sich die rechte Führhand, je nach Werkstückdurchmesser, hebt und senkt und nach Profilform zur Seite schwenkt. Jetzt wechseln wir wieder zur 19 mm Röhre. Das saubere Schlichten erfolgt mit dem 19 mm Ovalmeißel, der bei einer längeren konkaven Form den saubersten Schnitt hinterlässt. Beim Ansetzen des Ovalmeißels in die Rinde stechen wir zuerst mit dem Bart ein, lassen dann aber wieder die Schneide etwas sacken, sodass die Faser gut anliegt und der Schneidepunkt wieder unterhalb der Schneidemitte liegt. Wir nehmen nun die 19 mm Röhre und stellen die Handauflage so ein, dass die Schneide bei angelegter Faser auf der oberen Drittellinie liegt. Die Außenseite drehen wir nicht mit der Schrubbröhre, da es bei einer zu großen Schnittbreite zu Holzausbrüchen kommen kann. Gedreht wird mit angelegter Faser in Richtung Spindelstock. Und nicht über den Rand der Scheibe hinausdrehen, sonst reißt das Holz aus. Die Vorderseite drehen wir mit einer Schalenröhre auf Spindelmitte fertig. Die Röhre ist sicher und leicht zu handhaben. Ferner ist darauf zu achten, dass die Drehröhre mit angelegter Faser waagerecht auf der Spindelmitte geführt wird.